Ich werde mit dem Astralkristall arbeiten. Der bringt nicht nur Fülle und Wohlstand in unser Leben im finanziellen Bereich, sondern eben auch so den inneren Reichtum. Er aktiviert uns aber auch unsere Lebensfreude, unsere Vitalenergien. Er hilft uns in eine freudvolle Seelenheilung. Aber, und das ist das Schöne, der Astralkristall ist in der Lage zu arbeiten wie ein Engel. Er kann an mehreren Positionen gleichzeitig aktiv sein und arbeiten. Und er wird von jedem Einzelnen, der sich in die Neumondzeremonie eintragen lässt, spüren, was derjenige am allerdringendsten braucht, um jetzt in den Wachstum zu gehen, in die Seelenheilung vielleicht, in den Aufstiegsprozess oder dir das eben zu bringen, was du am nötigsten und am dringendsten brauchst. Ja, sei es die Liebe, sei es die Finanzen, sei es seelische Heilung, sei es Mut, sei es ja, einfach Versöhnung vielleicht mit jemandem. Das ist eine ganz kraftvolle Erfahrung. Jeder, der an solch einer Neumondzeremonie schon teilgenommen hat in der Vergangenheit, hat von wahren Wundern gesprochen, die danach ins Leben getreten sind. Und vor allen Dingen, wir fühlen uns unglaublich gut. Dieser Neumond jetzt, der Löwe-Neumond, ist einer der wichtigsten Neumonde in diesem ganzen Jahr. Wir haben eine kraftvolle Energiewelle, die aus dem Kosmos zu uns Menschen kommt und diese möchte uns wieder aktivieren, dass wir wieder die Führung in unserem Leben übernehmen und zwar ohne Hindernisse, mit Erfolg, mit Kraft, mit Lebendigkeit und Spiritualität und Lebensfreude. Hier ist Linda Giese, wen darf ich begrüßen? Ja, hier ist die Karin Schwan. Karin, ich grüße dich. Ja, ich hätte gerne, wer eingetragen worden. Ja, gerne, Karin. Sagst du mir dein Geburtsdatum? 12.7. 7., ja. Mhm. Und das Jahr? 62. Dankeschön. Ich werde dir noch einen kleinen Hinweis geben. Du wirst in die innere Ruhe kommen, in deine innere Mitte, in die Ausgeglichenheit und du wirst das in deinem Seelenleben feststellen, in deinen Vitalenergien feststellen, aber auch in deinen Lebensumständen, dass jetzt wieder ein harmonisches Gleichgewicht bei dir aktiviert wird. Von Herzen alles Liebe. Danke. Gerne. Volljährig müsst ihr sein, um hier mitmachen zu dürfen. 50 Cent kostet die Einwahl aus dem deutschen Festnetz. Das Mobilfunknetz wird teurer sein. Und wir wissen auch, dass es nicht jeder schaffen kann, live zu uns in die Sendung durchgestellt zu werden. Das sind unsere Mitmachregeln. Die findet ihr unten aber auch nochmal schriftlich im weißen Laufband. Wichtigste Information eben, Minderjährige werden hier nicht beraten. Denkt auch immer an unsere Gratisberatung. Auch jetzt kannst du ein ausführliches, kostenfreies Gratisgespräch mit einem Top-Experten deiner Wahl führen. Gerne darfst du unter dieser Gratis-Telefonnummer auch nach Jörg Giese fragen. Jörg Giese ist der Vater unserer gemeinsamen Tochter, ein großartiger Berater und er macht jetzt in dieser Stunde für euch gerne den Chakrenausgleich auch komplett kostenfrei und ganz anonym und ausführlich mit richtig viel Beratungszeit. Wenn du dein gratis Gespräch schon hattest, dann wählst du hier unter mir die Telefonnummer und kommst hier live zu mir ins Gespräch. Entweder lässt du dich für die Neumondzeremonie eintragen oder aber wir machen den Chakrenausgleich. Das kannst du ganz für dich alleine entscheiden, weil wir morgen Neumond haben. Jetzt eben heute gibt es die besondere Auswahl, an der Neumondzeremonie teilzunehmen. Den Chakrenausgleich biete ich euch ja immer an, wenn ich hier bin. Aber der ist natürlich genauso wichtig, ganz großartig sogar, gerade wenn die Neumondenergie und der Chakrenausgleich auf einen Tag fallen, ja, oder auf ein Schwingungsfeld fallen, dann können wir große Wunder erwarten. Du hast die Wahl, entscheide selbst. Wichtig ist, dass du mitmachst. Wenn du also ein ganz bestimmtes Thema vorgeben möchtest und also sagen willst, das möchte ich dringend erreichen, dann sind wir hier beim Chakrenausgleich richtig. Und wenn du sagst, du möchtest den Engeln und den kosmischen Energien und dieser hohen schützenden Energie es einfach überlassen, dich dahin zu führen und dahin zu tragen, zu erheben, wie es für dich und deinen Seelenweg am stimmigsten ist, ohne da selber einen Wunsch hineinzulegen, dann wählst du die Neumondzeremonie. Das sind auch ganz, ganz kraftvolle Energien, die ihr spüren werdet. Auch wenn ihr schlaft morgen wahrscheinlich um die Zeit, denn ich werde sie um 1 Uhr nachts durchführen, nach meiner letzten Live-Stunde, also morgen Nacht, wird es auch nochmal die Möglichkeit geben, sich für die Neumond-Zeremonie eintragen zu lassen. Hier ist Linda Giese, wen darf ich begrüßen? Hallo liebe Karin, kann ich bitte eine Neumond-Zeremonie? Sehr gerne, liebe Karin, sagst du mir dein Geburtsdatum? 5.5.60. Das ist ja ein spannendes Datum. Okay, kleinen Moment.
Du wirst die Sonnenenergie aktiviert bekommen. Das passt ja wunderbar für Sonnenjahr und vor allen Dingen auch für den Löwe-Neumond. Und du wirst sehen, du wirst wieder die Führung übernehmen in deinem Leben, auch andere Menschen inspirieren. Du wirst wieder eintauchen in das Gefühl von Lebensfreude, Glück und innerer Fülle und innerem Reichtum. Von Herzen alles Gute. Danke dir. Gern geschehen. Hallo, hier ist Linda Giese, wen darf ich begrüßen? Hallo, guten Abend, ich bin die Erika. Hallo, liebe Erika. Ich habe eine Frage. Kannst du meine Tochter eintragen bei der Neumondzeremonie? Natürlich, sagst du mir ihren Vornamen? Maria Laura. Maria Laura, Moment.